Also wir sind bestimmt in kein Loch gefallen. Also es hat sich sehr positiv entwickelt alles. Wir hatten jetzt nach der deutschen Meisterschaft, also erstmal der Zuschauerzuspruch mit knapp 2.800 Zuschauer, die Tage hier im Stadion waren, war klasse. Wir haben natürlich jetzt auch gesagt, das Ganze wird jetzt weiter vorangetrieben. Also wir haben jetzt, wir stehen vor der Gründung für die Hessenliga im Fußball-ID-Bereich, also Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Also es findet nächstes Jahr vom 4.7. bis zum 6.7. hier im Stadion in Wetzlar der erste Ländercup statt im Fußball-ID-Bereich. Das ist einfach ein Turnier, wo man jetzt auch sagt, anhängend an die deutsche Meisterschaft, dass hier weiterhin das Ganze weiterentwickelt wird und auch was los ist im Stadion. Und da findet dann der Ländercup statt, der findet jährlich statt. Da haben wir jetzt im ersten Jahr mit 4 Mannschaften. Und Namensgeber für den Cup ist die Firma Globus in Duttenhofen. Und der ganze Cup nennt sich dann auch Globus Cup. Also der Armin Friedrich, der hat ja ein Jobangebot aus China im Verband. Und er hat halt gesagt, dass er das halt gern wahrnehmen wird. Und das ist natürlich für ihn auch eine super Sache für seine weitere Entwicklung. Und es ist ja ein junger Trainer, der hat die Sache wirklich super gemacht. Herzlichen Dank auch nochmal an Armin. Ja, und wir haben halt jetzt neue Trainer gesucht. Und warum lang suchen, wenn wir so einen guten da haben? Und da haben wir hab ich Gespräche geführt mit dem Steppi zusammen mit unserem Präsidium. Und dann sind wir uns einig geworden. Der Steppi hat gesagt, das macht er. Und auch langfristig, ja. Und das ist natürlich für uns eine tolle Sache. Das ist ein Aushängeschild, der Steppi. Und was Besseres konnte uns in dem Sinn nicht passieren, ne? Ja gut, wir sind ja ständig unterwegs in ganz Hessen. Also wir fahren in die Werkstätten, wir gucken uns Turnieren an. Wir also haben ja eine Scouting-Abteilung habe ich jetzt aufgebaut. Ja. Da sind mehrere Leute auch unterwegs und wir suchen uns da schon die besten Spieler raus in ganz Hessen. Und wir haben jetzt aktuell 5 Spieler dazu bekommen aus Hanau, aus Wiesbaden. Einer ist aus Eschwege und aus Kassel noch einer. Also das läuft alles und gerade auch jetzt im Hinblick auf die Hessenliga ist es natürlich noch einfacher, weil dann können wir gezielt die Spiele halt auch beobachten, ne? Und müssen dann halt nicht mehr in die Werkstätte fahren alles. Also das läuft ganz gut. Patrick Köster aus Wetzlar ist hier jetzt heute auch beim Leistungslehrgang dabei. Dann haben wir noch einen Benjamin Otto und der Erich Kimmerle. Also der Erich Kimmerle ist heute auch dabei. Also es sind 3 Spieler und ja, das entwickelt sich alles. Also ich denke auch jetzt im Hinblick auf die Hessenliga, wir sind dabei, dass in Wetzlar auch eine Mannschaft gegründet wird und da wird sich mit Sicherheit der ein oder andere Spieler dann auch finden und wird entdeckt. Also das ist aber alles gut. Also ich bin eigentlich recht zufrieden, dass wir 3 Spieler aus Wetzlar dabei haben und das ist eine tolle Sache.